Hallo Leute, der Sorero hier. Willkommen. Diesmal eine kleine Special-Folge Cross-Out. Es geht um das Thema Energie. Ihr seht ja schon meinen super tollen Wagen. Ich habe nämlich mit einem anderen oder bei einem anderen YouTuber, der gerade mit Cross-Out angefangen hat, ein paar Videos gesehen. Und der hatte mit diesem Thema Energie Probleme und Fragen. Und ich dachte, ich mache einfach mal ein kleines Video dazu. Was ist Energie? Wie bekomme ich es? Wofür brauche ich es? So. So viel schon mal, das wird der Inhalt des Videos und jetzt die kleine Ankündigung am Anfang, die eigentlich immer kommen müsste, die ich meistens vergesse, nämlich, wenn euch das Video gefällt, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft auch gerne Kommentare nach oder unten reinschreiben, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr Fragen habt, falls ich irgendeinen Fehler erzähle, irgendwas nicht stimmt, dürft ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Und falls euch das Video und auch meine anderen Videos gefallen, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ich bin ja seit, ich glaube, ziemlich heute oder gestern in der glücklichen Lage, wenn man glücklich sagen kann, nicht mehr von YouTube monetarisiert zu werden. Ich habe auch in der Beschreibung unten einen Link. Falls euch meine Videos gefallen, dürft ihr mir auch gerne eine kleine Spende zukommen lassen. Da habe ich jetzt mir was Neues gesucht. Beziehungsweise mir das erste Mal was gesucht. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, aber das ist völlig freiwillig. Es geht um Cross-Out, das Thema Energie. So, und ich habe hier mal das Fahrzeug, ich habe mir so ein ganzes Anfängermobil geholt und Energie. Was ist das? Wie kriege ich die? Wofür brauche ich die? Grundsätzlich ist es so, hier gehen wir in den Baumodus rein. Ich habe bestimmte Teile, die bringen mir Energie. Ich habe bestimmte Teile, die verbrauchen Energie. So viel erstmal ganz einfach, ganz logisch. Kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen. So. Ach, jetzt musste ich doch niesen. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Gesundheit gesagt. Ja? Also, es gibt bestimmte Teile, die bringen mir Energie und es gibt andere Teile, die verbrauchen Energie. Und, ganz wichtig, ich kann nicht mehr Energie verbrauchen, als ich zur Verfügung habe. Ja, in diesem Fall hier habe ich 7 Energie. Ihr seht das, ich habe keine Maus, um da hinzukommen. Ihr seht das rechts unten. Energie 0 von 7 Punkten. Das heißt, mein Fahrzeug hat momentan 7 Energie zur Verfügung und es verbraucht 0. Ja? Wo kommen diese 7 Energie her? Die kommen ganz einfach von der Fahrerkabine. Guerilla, mittlere Fahrerkabine. Da steht es auch, wer einfach lesen, liefert Energie 7 Punkte. Ja, das heißt, ich kriege von der Fahrerkabine Energie. So, halt, das will ich gar nicht machen. Nein. So, weg. Es gibt verschiedene Fahrerkabinen. Ihr seht hier mal die, die ich habe. Es gibt noch mehr. Und ihr seht, die hatten wir gerade, liefert 7 Energie. Der Huntsman liefert 8 Energie. Bat liefert 10 Energie. Crowl 11 Energie. Wyvern 10 Energie, 8 Energie, 7 und der hat 9. Und es gibt auch noch, wenn man in die Fraktionen reinguckt, dann gibt es auch Fraktionen mit, ich weiß jetzt gerade gar nicht, müsste ich erstmal suchen, habe ich jetzt nicht, also hier vielleicht sogar, dann gibt es jedenfalls auch Sachen, die noch mehr als 10, beziehungsweise was war das höchste, war, was ich hatte, war 11. Hier. 11 Energie, ja. Dann gibt es auch Fraktionen, könnte sogar sein, dass das die sind, die haben dann Fahrerkabinen mit noch mehr Energie. Ne, das ist also auch 10, der Jawbreaker. Weiß gerade nicht, ob ich das nur falsch in Erinnerung habe. 10. Also, das Höchste, was ich zumindest habe, ist 11 Energie. Ja, also wenn ich den jetzt hier rauf mache, dann habe ich 0 von 11 Energie. Dann habe ich auf einmal 11 Energie. Ja, die einfachste Art und Weise ist, also mehr Energie zu bekommen, ist eine andere Fahrerkabine zu nehmen. Jetzt ist es allerdings auch so, wir machen die mal wieder runter, dann haben wir die auch im Lager. Jede Fahrerkabine hat nicht nur die Energie als Eigenschaft, sondern hat auch noch ein paar andere Eigenschaften. Maximale Geschwindigkeit, Leistung, Tragfähigkeit, Maximalgewicht. Ja. Ihr seht ja auch, das ist unterschiedlich. Hier ist es jetzt von der Geschwindigkeit her unterschiedlich. Die maximale Geschwindigkeit bei Guerilla ist deutlich geringer.
als vom Growl. Das ist auch eine blaue Fahrerkabine. Ja, das Bett zum Beispiel hat deutlich höhere Tragfähigkeit, deutlich höheres Maximalgewicht, hat auch eine höhere Leistung und eine relativ ziemlich hohe maximale Geschwindigkeit. Also das muss ich schon sagen, ist schon ziemlich cool. Und dann gibt es hier die Trucker-Kabine, die hat hohe Leistung, aber eine relativ geringe Geschwindigkeit, dafür hohe Tragfähigkeit, krasses Maximalgewicht, liefert 9 Energiepunkte. Das heißt, das kann man auch mal ausprobieren, indem man zum Beispiel, ich glaube, die Crowell ist das schnellste, was ich habe. Ja, wenn wir jetzt mal in die Testfahrt einfach reingehen. Ja, dann ist es das, was man hier fahren kann. Und wenn wir uns dagegen mal die, was ist denn die langsamste? Ich glaube, das hier ist die langsamste Kabine. Wenn wir die mal darauf packen, ja, dann sieht man schon, das ist langsamer. Es ist jetzt noch nicht super langsam. Das liegt vor allem daran, dass wir noch kaum Gewicht drauf haben. Aber es ist langsamer. Das heißt, nicht nur Fahrerkabine bestimmt nicht nur Energie, sondern halt auch Geschwindigkeit, Maximalgewicht. Ja. Es gibt im Übrigen immer auch eine Haltbarkeit der Fahrerkabine. Das seht ihr relativ weit unten unter dem unteren Strich. Das heißt, wie viel Schaden hält die aus? Ja, da hat die Growl zum Beispiel als eine sehr leichte Fahrerkabine, hält relativ wenig aus. Der Trucker als eine relativ schwere Fahrerkabine hält relativ viel aus. Ja, das ist hier so ein Mittelmaß-Ding und die hält auch. Mit 330 hält die ganz schön viel aus. Also das ist nicht schlecht. Ja, die Bat ist, glaube ich, eine gute Allrounder-Fahrerkabine. So vom Gefühl her. So, wir machen mal wieder die Guerilla hier drauf. Wie war das? Warte mal, ich gucke, dass ich die mittig drauf kriege. So. Genau. So, das ist das eine, was euch Energie gibt. Es gibt noch ein zweites, was euch Energie gibt. Und das sind Generatoren. Und ich habe momentan nur einen schweren Generator und einen Gasgenerator. Ich glaube, es gibt auch noch. Ich guck mal kurz. Generator. Es gibt auch, glaube ich, noch einen normalen Generator. Noch den gefährlichen Generator, einen leichten Generator gibt es. Der leichte Generator liefert euch 1 Energie, der schwere Generator 2, der gefährliche auch 2, der Gasgenerator liefert euch 3 und dann gibt es einen Apollo 4 Generator, der unglaublich teuer ist, der liefert euch krasse 4 Punkte Energie. Ja? So. Können wir mal kurz in die Fahrerkabinen gucken, was hier die besten Fahrerkabinen sind. Ah, die liefern hier 12 Energie. 11, 12. Also 12 ist, glaube ich, das Höchste, was eine Fahrerkabine an Energie liefern kann. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, 12 ist das Höchste. Und die ist schon ganz schön krass. Ja, das ist schon ein richtig gutes Ding. So, Gasgeneratoren. Ja, dann denkt ihr, okay, pass auf, hier erstmal der Hinweis, pro Fahrzeug könnt ihr nur eine Fahrerkabine raufsetzen. Also wenn ihr auf die Idee kommt, dann mache ich einfach 2 Kabinen rauf, funktioniert nicht. Das ist das eine. Und dann gibt es den Generator und ich nehme jetzt mal den schweren, den Gasgenerator und bastel den mal, das passt so nicht. Ich bastel den mal so hin. Ja? Mit einem kleinen bisschen Abstand. Und jetzt seht ihr, der liefert mir 3 Energie. Die liefert mir 7 zusammen. Seht ihr, unten rechts habe ich jetzt 10 Energie. Ja? Ihr könnt nicht, und das ist genauso wie bei den Kabinen, ihr könnt nicht mehr als einen Generator auf ein Fahrzeug packen. Es geht nur einer. Also eine Kabine und ein Generator und mir sind keine anderen Teile bekannt, die Energie liefern. Falls ich mich da irre, sorry, aber soweit ich weiß, ist das das Maximum an Energie, was ihr rausholen könnt. Eine Fahrerkabine, die maximal 12 Energie hat und maximal 4 mit einem Generator, damit wärt ihr bei 16. Das ist das maximal überhaupt mögliche an Energie. Ich hätte jetzt hier 10, wenn ich eine andere Fahrerkabine nehme, die zum Beispiel, ich muss die erst wegmachen, dann können wir mal die nehmen hier mittig drauf, so, dann habe ich zusammen 14 Punkte. Und das ist schon ziemlich gut. Also das ist schon eine ganze Menge. So, jetzt mache ich aber noch was. Und zwar hatte dieses, haben die,
Generatoren ein Problem oder eine Sache. Wer vielleicht schon mal das gelesen hat, was da stand, ja, lest euch das wirklich durch, lest euch die Beschreibung durch, das ist wirklich wichtig. Die haben ein Problem. So, ich fahre hier mal hin. Mit der Waffe kann ich ziemlich gezielt schießen. Ja, und jetzt schieße ich mal auf den Generator. Ihr seht, dass ich wirklich auf den Generator schieße. Die Zahlen kommen von nah, aber ich treffe den Generator. Ja, so. Okay, ich habe erstmal das Rad verlegt. So. Und ich habe auf den Generator geschossen und ich weiß nicht, ob man es im Video sehen kann, aber die Generatoren explodieren. Alle Generatoren explodieren. Das steht auch da. Fügt dem Fahrzeug 3 Energie hinzu, explodiert bei Zerstörung und richtet dabei 650 Schaden in einem Radius von 3 Metern an. Je Fahrzeug ist nur ein Generator erlaubt. Ja, je nachdem, welchen Generator ich habe, machen die auch weniger Schaden. Der richtet nur 175 Schaden im Radius von 2 Metern an. Das heißt, man denkt, ja, dann baue ich da einfach den fetten Generator rauf und dann ist schon cool und dann habe ich super viel Energie. Wenn der zerstört wird, der macht richtig Schaden bei euch. Und zwar an euch richtig Schaden. Ja, das heißt, da muss man sich dann gucken, dass man den richtig, richtig gut schützt. Da werde ich euch auch nachher im Video noch einen Trick zeigen, was man machen kann. So, wir gehen jetzt erstmal zurück, machen die weg, die weg, die weg und sagen, wir nehmen wieder die hier. Schüpp. So, Fahrerkabine. Jetzt ist nämlich die Frage, wofür brauche ich die Energie? Oder was verbraucht Energie? Und auch das wird angezeigt. Ja, hier steht liefert Energie und alles, was Waffen sind, könnt ihr euch merken, hat einen Energieverbrauch. Der steht auch da. Ja, Energieverbrauch für die 2. Für die 2. Für die 3. Für die 3. 3. 3. 3. 3. 4. Auch 4. Die haben auch 4. Das ist dieselbe. 5 Punkte. Ja. 5 Energieverbrauch. Der hat auch 5 Energieverbrauch. Die Falken ist auch eine Waffe, hat 3 Energieverbrauch. Also alle Waffen verbrauchen Energie. Und jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wenn ich 7 Energie habe, könnte ich eine davon raufsetzen. Und dann könnte ich auch eine für 2 Energie raufsetzen. Das geht. Aber sobald ich irgendwas mehr, ich nehme die mal weg. Ja, ihr seht es jetzt auch, 5 von 7 Energie sind verbraucht. Ich könnte keine Waffe, die 3 Energie verbraucht, hier raufsetzen. Sagte auch, benötigt eine weitere Energieeinheit. Ja, wenn ihr das machen wollt, was müsst ihr machen? Ganz einfach, entweder einen Generator einbauen oder eine andere Fahrerkabine. So, wir können mal kurz, das wollte ich gar nicht, auf den Markt gucken bei den Waffen. Ja, ich weiß gar nicht, was das höchste ist an Energie, was verbraucht wird. Wir haben hier 6, mehr 6, auch 6. Die Miniguns, diese Reapers, die sind echt der Hammer. Aber schweineteuer und 6 Energieverbrauch. 6. Und die sind dann halt, glaube ich, alle 5. Also 6 ist das höchste an Energieverbrauch. Könnt ihr euch vorstellen, mit so einem Ding wird man nicht mit einem 6er, also was nur 7 Energie liefert, dann wird man nicht unbedingt eine 6er Energiewaffe drauf machen. Denn es gibt noch ein paar mehr Sachen, die Energie verbrauchen. Und das wird auch alles angezeigt. Ja. Zum Beispiel der einfache Motor nicht, der Hardcore-Motor nicht. Aber dieser Motor verbraucht Energie, halt die liefern, Munitionspaket nicht, Passivkühler verbraucht Energie, Aktivkühler verbraucht Energie, verbesserter Passivkühler verbraucht Energie und Flugzeugtriebwerke auch und was noch Energie verbraucht ist, habe ich gar nicht, der Wagenheber. Habe ich keinen Wagenheber? Wäre kurios, wenn ich gar keinen Wagenheber hätte. Aber sieht jetzt fast so aus. Aber der Wagenheber verbraucht auch Energie. Wir können mal kurz gucken. Der ist wahrscheinlich hier drunter. Könnte ich mir vorstellen. Nee. Ich hätte jetzt erwartet, dass der da ist. Weil der ist ja eigentlich keine... Das ist eigentlich so ein Standardding. Okay, also, wie auch immer, ich habe keinen Wagenheber, warum auch immer, ja, sehr verwunderlich, verwundert mich wirklich gerade, aber der Wagenheber verbraucht auch
eine Energie. Ja? Und dann könnt ihr euch überlegen, wie viel Energie habe ich, wie viel Energie kriege ich mit meiner Fachekabine, eventuell einem Generator zusammen hin, welche Waffen kann ich darauf machen, und dann könnt ihr anfangen zu kombinieren. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo kriege ich eine andere Fahrerkabine her, wo kriege ich einen Generator her? Und zwar müsst ihr in die Fraktion gehen. Ja? Ich weiß nicht, ab welchem Level das freigeschaltet wird. Am Anfang hat man dann auch nur die Engineers und auch nur die Weißen. Und dann nach und nach kann man sich die anderen freischalten. Ne? Und da gibt es dann hier zum Beispiel eine andere Fahrerkabine mit 8 Energie. Die kostet dann eine Menge an Ressourcen, kann ich bauen. Oder blau, müssen wir mal gucken. Gibt es blaue? Nee, das muss ich mir irgendwann mal machen. Ich könnte es mir sogar machen. Nee, und dann gibt es hier je nach Fraktion, die ihr nach und nach freischalten könnt und dann auch leveln könnt, gibt es dann halt die unterschiedlichen Fahrerkabinen. Die kosten dann bestimmte Bauteile und eine bestimmte Menge an Schrott, teilweise auch Kupfer, teilweise dann auch später Draht. Ja. Reifen kostet so viel, wie auch immer. Die Firestarters haben hier diese Bat, die habe ich mir damals in dem Event geholt, deswegen habe ich die, obwohl ich hier gar nichts freigeschaltet habe. Und dann könnt ihr die bauen. Das dauert dann eine gewisse Bauzeit, wenn ihr alles zusammen habt. Das ist durchaus auch erst nach einer ganzen Weile Spielen möglich. Also das könnt ihr nicht schnell machen. Das genauso sieht es dann auch mit dem Generator aus. Ich muss mal kurz gucken, wo der zu finden ist. Das weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Raketentrieb, leichter Generator, der ist hier. Ja? Der kostet dann ein bisschen was, kann man sich dann bauen. Ja? Also da kriege ich die her über die Fraktion. Ihr könnt die natürlich auch im Markt euch erwerben und sagen hier, bitte alle, dann sagen Generator. Allerdings kosten die halt zum Teil erhebliche Mengen an Coins. Ja? Wenn ihr also knapp bei Kasse seid, solltet ihr euch die eher bauen, als die hier zu kaufen. Genauso gibt es halt auch die Fahrerkabinen hier, alles Mögliche. Wenn ihr das Geld habt, also über 1100, also fast 1150 Coins für eine Fahrerkabine, das hier 2145 Coins, das ist echt krass, ist echt viel. Aber die scheint auch super, dann ist dann wahrscheinlich wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ja, die gibt es dann auch später, die einfachen Fahrerkabinen, die sind dann zum Teil auch relativ günstig, aber die könnt ihr euch entweder erspielen, Fahrerkabinen könnt ihr auch hier euch erspielen, holt ihr die Fahrerkabine, beziehungsweise hier gibt es auch noch eine, könnt ihr auch eine kriegen, so kriegt ihr halt Fahrerkabinen, andere Fahrerkabinen, aber am Anfang habt ihr erstmal die und müsst mit der klarkommen und dann könnt ihr nach und nach die Fahrerkabinen aufrüsten. So, jetzt habe ich schon ganz schön viel erzählt. Jetzt noch ein Hinweis zu den Generatoren. Ein Trick, das hatte ich auch schon in einem anderen Video schon mal gezeigt. Und zwar könnt ihr, ich baue jetzt einfach mal schnell was, könnt ihr euer Fahrzeug, hier fangt ihr im Normalfall eigentlich immer mit dem Fahrgestell unten an, könnt ihr euer Fahrzeug so bauen, dass ihr Platz lasst in der Mitte. Ja, also jetzt kommen hier Reifen ran. Ich mache jetzt einfach mal hier Reifen ran. Irgendwas. Ja. So. Und so. Und so. Ja. Und dann kommt, bevor ihr die Kabine rauf macht, beziehungsweise ihr könnt sogar danach machen. Ich mache jetzt mal eine Kabine rauf. Dann machen wir mal die hier rauf. So. Ja. Und dann könnt ihr den Generator auswählen. Ich nehme mal den Gasgenerator. Bei mir ist es Taste C, damit kann man das Fahrzeug hochheben. Und dann kann man den Generator unten drunter bauen. Ja. So, hat den Vorteil. Warte mal, ich mache mal noch eine Waffe drauf. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie denn jetzt hin? Die hier. Jump. Ja, hat den Vorteil, dass man den Generator nicht mehr sieht.
Ja, der ist also weg. Der ist versteckt. Der ist unter der Fahrerkabine und sozusagen in Sicherheit. Ja, das heißt, ich kann nicht einfach... Also der unten, ich schaff's nicht, den abzuschießen. Ja. Oder zumindest ist es recht unwahrscheinlich. Die einzige Gefahr ist, das geht jetzt hier wahrscheinlich nicht, aber falls es einer schafft, euch oder falls ihr euch selber auf die Seite legt, dann ist der Generator natürlich, wir können mal kurz gucken, ob wir das mal provoziert kriegen, indem wir hier so einen Flug, der hier, könnte da gehen, indem wir den unten ranbauen. Ob wir es schaffen, das Gefährt da vorne auf die Seite zu legen. Weil sobald ihr auf der Seite legt, ist natürlich dieser Schutz vom Generator, den ihr momentan habt, naja. Geht nicht. Geht leider nicht. Ja, jetzt. Haben zumindest ein bisschen hochgehoben bekommen. Ja, sobald ihr das auf die Seite legt. Nee, schaffe ich hier nicht. Ist natürlich der Schutz, den ihr habt, weg. Und ihr könnt frei auf den Generator schießen. Oder eure Gegner können frei auf den Generator schießen. Deswegen, das lohnt sich, wenn ihr seht, dass ein Gegner auf der Seite liegt, durchaus mal gucken, ob der so ein Loch im Boden hat. Ja, und ob ihr von unten, also dann sehen könnt, dass der da unten was hat. Da werden auch gerne mal Benzinfässer reingepackt, weil die nämlich auch explodieren. Steht auch ein Benzinfass drin, wenn ich mich nicht irre. Und ich es finde. Wo ist es denn? Benzinfass, hier. Ja. Explodiert bei Zerstörung, richtet dabei 200 Schaden im Radius von 3 Metern an. Und die haben unglaublich geringe Haltbarkeit, also die zerstört man relativ schnell. Das heißt, auf das Benzinfass schießen. Ja, wenn ihr sowieso auf der Seite liegt und ihr sowas seht. So, jetzt ist das Video schon länger geworden, als ich es eigentlich geplant habe. Aber so viel zum Thema Energie. Also Fahrerkabine und Generator liefern euch Waffen, Motoren, Wagenheber und Aktiv- und Passivkühler verbrauchen Energie. Und damit solltet ihr eigentlich zumindest erstmal klarkommen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in den Kommentar. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.